Hey Leute, ich bin mal wieder back und zwar mit neuen Theorien. Aber diesmal nicht über Filme oder Serien, nein, diesmal geht es um ein Game. Und zwar das neue Assassin's Creed, das nächstes Jahr kommen soll. Ich bin einfach schon seit dem ersten Teil an ein riesengroßer Fan dieser Reihe, weil die Teile einfach so krass für mich sind. Dementsprechend war das schon echt krass zu erfahren, dass angeblich das nächste Assassin's Creed 2019 in Japan spielen soll. Ganz einfach, es gibt nämlich schon zwei Theorien dazu, die darauf hinweisen, dass das nächste Assassin's Creed in Japan spielt. Und die stelle ich euch jetzt einfach mal vor. Die erste Theorie, wie ich darauf komme, dass das nächste Assassin's Creed in Japan spielt, ist folgende. Und zwar hat sich das Ganze schon ziemlich früh angekündigt in Assassin's Creed 3. Dort sieht man nämlich drei verschiedene Symbole. Das erste Symbol ist nämlich das ägyptische Auge von Horus. Das weist natürlich auf Assassin's Creed Origins hin. Das zweite Symbol ist ein griechisches Symbol und bedeutet Omega. Das weist natürlich auf Assassin's Creed Odyssey hin. Und das dritte Zeichen ist tatsächlich ein japanisches Zeichen, das Tori heißt. Das soll für ein japanisches Tor stehen und dementsprechend wäre das tatsächlich schon eine Theorie, wieso das nächste Assassin's Creed in Japan spielt, aber es geht natürlich noch besser. Denn wie wir ja wissen, gibt es seit Origins auch wieder eine Gegenwartsstory. Und diesmal spielen wir nicht Desmond, sondern tatsächlich eine Frau namens Layla. Die hat erstens japanische Freunde und redet auch mit denen am Walkie-Talkie. Dann kannst du natürlich auch noch am Computer eben mit einer anderen Frau oder beziehungsweise einer Assassinin reden. Und du kannst noch E-Mails checken. Da gibt es natürlich dann eine E-Mail aus Japan. Und diese E-Mail hat den Begriff nächste Mission. Also habe ich einfach mal diese E-Mail angeklickt und habe die mir mal durchgelesen. Und da schreibt eine Frau namens Kiyoshi, die eben aus Japan kommt, dass sie eine Mission für sie hat, also für Layla hat. Allerdings weiß sie, dass sie gerade im Moment beschäftigt ist mit der Geschichte von Odyssey, also mit der griechischen Geschichte. Dementsprechend wird sie noch ein bisschen warten und sie dann nochmal kontaktieren. Das heißt, sie hat tatsächlich schon einen Auftrag für sie, das eben mit Japan zu tun hat. Und in der Gegenwart gibt es ganz schön viele Hinweise tatsächlich, die auf Japan hinweisen. Zum Beispiel sind ihre Verbündeten ja aus Japan, sie schreibt mit Leuten aus Japan, hat schon über Japan geredet, also eigentlich müsste der Fall ja sogar schon damit klar sein. Ich persönlich finde es sogar sehr, sehr cool, wenn es endlich mal in einem Assassin's Creed um Japan gehen würde, denn das habe ich mir tatsächlich schon öfters mal gewünscht, aber es kam halt irgendwie einfach nicht. Ich meine, die anderen Assassin's Creed Teile waren natürlich auch nicht schlecht und ich fand die auch mega cool, aber Japan hätte ich einfach schon ganz gerne mal gesehen. Hier könnte man ja tatsächlich sogar erzählen, wie die Ninjas entstanden sind, beziehungsweise die Samurais. Und die Geschichte würde wahrscheinlich sogar einer der besten Assassin's Creed Geschichten werden überhaupt. Ich fand's ja schon doof, dass in Odyssey man ja schon gar keinen wirklichen Assassinen mehr spielt, weil die Assassinen zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht existiert haben. Das war schon ziemlich schade und wenn man wahrscheinlich Japan nehmen würde, nehme ich mal an, würden sie wahrscheinlich noch weiter zurückgehen mit der Zeit. Aber wenn es da wirklich um Ninjas und Samurais gehen würde, dann fände ich das mit der Zeit gar nicht mal so schlimm, weil dann die Geschichte einfach schon wieder alles wettmacht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von den Theorien haltet und ob ihr euch auf ein Assassin's Creed freuen würdet, wenn es in Japan spielen würde. Und noch besser, in welchem Land wünschtet ihr, würde Assassin's Creed mal spielen? Also welches Land würdet ihr mal vorschlagen? Also danke fürs Zuschauen, haut rein, bleibt fresh und wir sehen uns dann wieder zu den nächsten Theorien. Und denk immer daran, nichts ist wahr, alles ist erlaubt.